Manchmal trifft man Menschen, bei denen man erkennt, dass sie für die Dinge brennen, die sie tun. So empfinde ich auch Ursula. Und so spreche ich mit ihr über eines der ersten Hanftextilunternehmen, welches regional ist und Hanfliebe heißt. Und sie hat es gegründet. Ja, hallo ihr Lieben. Wir sind zusammengekommen in Ursulas kleiner Kleiderstube in ihrem Zauberwald. Sie macht eine tolle Hanfkleidungskollektion. Kollektion. Regional, nachhaltig. Ja, wir sind da zusammengekommen und möchten gerne über dieses Produkt berichten, weil ich finde es einfach wichtig, dass so eine Information über Hanf herauskommt. Es ist mir einfach wichtig, dass Leute hören, was Hanf ist, was der Unterschied ist zu den anderen, zu den anderen Stoffen. Und erzähl erstmal, wie bist du zu Hanf gekommen? Ja, wie bin ich zu Hanf gekommen? Also, die Hanfpflanze hat mich gefunden im Studium zur Textilingenieurin und dann habe ich alleine ganz viel recherchiert, weil da wird nicht so ein großes Augenmerk mir heute draufgelegt im Unterricht. Und ich fand es aber super spannend, diese Pflanze irgendwie kennenzulernen und habe dann in diesem Zuge einfach mit einem anderen Kommiliton zusammen einfach in Eigenregie haben wir gelesen, viele Bücher, Dokumentation angeschaut und dann sind mir aber schon mehr irgendwie die Augen größer geworden, weil ich mir dachte, es gibt's ja gar nicht, so eine krasse Pflanze und irgendwie die ganze Welt macht keinen Pieps danach, das gibt's ja nicht, also irgendwas ist faul, ist da ganz komisch. Und dann habe ich mein Praxissemester in der Forschung gearbeitet, habe einen Faserverbundstoff hergestellt und wusste schon damals, dass man das auch mit Hanffaser machen kann. Das fand ich super interessant. Wenn man nämlich den Faserverbundstoff mit Hanffaser macht, und das wird auch derzeit, also es wird die ganze Zeit schon gemacht, das wird halt nur nicht gesagt, also BMW zum Beispiel baut auch Faserverbundstoffteile in die Autos, weil es sehr leicht ist. Und man fühlt den Unterschied direkt. Ich freue mich, dass ich dieses Leihstück bekommen habe und wundere mich, wie exakt die Ursula da dies auch erkennen kann. Bei meinem letzten Hemd hat sie gemerkt, 1% Polyester. 1% Polyester und das geht gar nicht. Das fühlt sich direkt anders an. Und wie erkennst du da den Unterschied? Es ist zwar schwerer, aber wenn ich es jetzt trage, ist es doch angenehm und man merkt es nicht. Hm. Also. Ja, ich weiß nicht, das ist halt so ein Gefühl. Im Studium lernen wir ja viele verschiedene Textilienmaterialien kennen, auch technische Textilien. Also technische Textilien sind alle aus Chemiefasern hergestellt. Und so, ja, ich weiß nicht, ich fühl das einfach, ne? Dass diese Naturfasern haben einfach eine andere Energetik. Die messbar auch ist, ne? Mit herkömmlichen physikalischen Methoden. Und gerade halt bei der Hanffaser ist es so, dass die Hanffaser die gleiche mikroelektrische Spannung wie die Haut hat. Deswegen sind auch Bekleidungsstücke aus Hanf sehr geeignet für Menschen, die eine empfindsame Haut haben oder Allergien, also Hautkrankheiten. Hildegard von Bingen hat zu ihrer Zeit schon die Wunden mit Hanf- und Leinentüchern abgedeckt. Also Leinen gehört auch zu den richtigen, also nach meiner Einstufung und Bewertung in diesem Sinne, jetzt in diesem Kontext, zu Naturfasern und Brennnessel letztendlich auch. Bei Baumwolle scheiden sich dann schon die Geister, aber das ist eine andere Geschichte, da können wir nochmal später drauf eingehen. So, also dieses Hanf, Leinen und Brennnessel, das sind drei ziemlich potente Pflanzen. Da kann ich auch gleich ein bisschen ins Detail gehen. Brennnessel hat so ca. 15% Faseranteil, Leinen so 20-25% und bei Hanf sind es dann so 30-35%. Also die Hanfpflanze ist einfach immer der Vorreiter, die hat immer die Nase vorn, die ist einfach sehr mächtig. Ja. In jeglicher Hinsicht, ne? Man kann ja aus Hanf nicht nur Bekleidung machen. Und das fand ich auch
sehr interessant damals schon im Studium, weil es einfach so eine ganzheitliche Sache ist, ne? Und man pflanzt eine Pflanze und dann kann ich mich total versorgen. Also es gibt Bücher, steht drin, dass man über 10.000 Produkte daraus herstellen kann. Also der helle Wahnsinn ist das, ja. Da kann ich mich gar nicht mehr rückbleiben. Wie ist diese Geschichte? Du hast erzählt, das ist, du hast was als einer der, in der Uni wurde das gar nicht so, war das gar nicht so bekannt, dieser Stoff? Ja. Und kanntest du die vorher auch Leute, die das auch hergestellt haben? Und wie erzähl ein bisschen so zu der Geschichte vom Hanf. Das fand ich interessant. Also, nee. In der Uni, nee, wurde nur kurz halt in der Faserkunde gesagt, es gibt Hanffasern und fertig. Also ich hatte nie ein Textil aus Hanf in der Hand, bis ich dann meine Bachelorarbeit darüber geschrieben habe und halt mir erstmal Stoffstücke von bestimmten Firmen zukommen habe lassen. Die sind aber alle aus China gewesen. Und dann fand ich es ja schon spannend, warum ist denn das alles jetzt dann nur in China und nicht in Europa? Das gibt es ja gar nicht, weil die wächst ja überall, ne? Die wächst ja auch auf dem trockenen Kargboden. Ich meine, gut, dann hat man natürlich nicht super mega schöne weiche Fasern, aber sie wächst, ja? Da ist es ja schon mal das Wichtigste. Und es gibt hier nichts. Und dann wurde es eben sehr spannend. Meine Bachelorarbeit hat sich tatsächlich hauptsächlich darum beschäftigt, einfach nur darzustellen, was ist derzeit am Markt da, welche Möglichkeiten gibt es. Und dann habe ich eine europäische Firma gefunden, die Garn herstellt, die aber tatsächlich auch leider immer noch chinesische Fasern dazu kaufen müssen. Und dann war die Bachelorarbeit erstmal zu Ende. Ich habe dann noch eine kleine, also dieses Label Hanfliebe habe ich dann fiktiv auf dem Blatt Papier gegründet, ne, habe so ein Konzept dazu geschrieben. Was ist wichtig, welche Kunden möchte ich ansprechen, welche Werte vertritt dieses Projekt, ja, beziehungsweise für mich ist Hanfliebe schon immer nicht nur nie ein Label an sich gewesen, es ist ein ökosoziales Projekt. Es fließen viele verschiedene Aspekte rein, das ist ganz wichtig, ist mir ganz wichtig, dass das allen bewusst, das darf jedem bewusst sein, dass es wirklich was sehr Ganzheitliches ist und es geht lange nicht mehr um Mode, um sie ein bisschen schicki hier machen. Das geht wirklich sehr tief, ja. Wobei du es auch schick hinkriegst, alles. Ja, also wir kriegen es schick hin. Es ist jetzt nicht mehr so, dass das ist jetzt Öko, sondern das ist wirklich Design. Können wir jetzt vielleicht gerade was einblenden, dann wie toll die Designs sind auch. Das ist nicht einfach nur so ein. Ja, ich versuche schon, die heutigen Ansprüche der Kunden auf die Basis zu bringen, was natürlich bei Stoff, in dem kein Elastan drin ist, eben zum Beispiel, also keine Chemie, dann das ist natürlich in der Schnittführung schon eine Herausforderung für alle Beteiligten, also vor allem natürlich dann für die Näherei. Aber ich habe eine super Näherei hier in Deutschland gefunden, die wirklich Top 1A Nähte herstellen und das passt gut. Aber das ist auch an sich nebensächlich, ne? Das Design, weil es geht einfach um die Werte, dass es einfach ganz tief geht, weil viel in der Textilkette zu beachten ist und an sich einfach die Hanfpflanze, dieses ganze Thema Schönheit, um diese Königin, das tief in jegliche Art von Lobbyistengruppen, Richtungen. Und da, das fand ich eben immer sehr schauderhaft, dann als ich eben recherchiert habe, da war ich ja vorhin stehen geblieben, ne? Nichts in Europa, aber in China und USA, dann ging ja das mit der Legalisation von den Medikamenten in USA dann los, dieser Zeit vor 2 Jahren, als ich das eben gegründet habe und Erzähl ein bisschen was zur Rechtslage. Wie ist jetzt gerade die Rechtslage von Hanf? Ja, also es ist ganz spannend. Also in USA ist es ja mittlerweile in mehr Bundesstaaten immer mehr legal, die Medikamente daraus, ne, die Extrakte, nennen sie es mal. Medikament finde ich irgendwie so ein bisschen überaltet. Gell? Das braucht man nur. Wir brauchen gute Substanzen einfach, ja, für uns. Und diese Präparate, die sind immer mehr eben legal. Aber in der USA darf man keinen Nutzhanf anbauen. Ja? Also das ist geopolitisch betrachtet, ist das wirklich ein ausgeklügelter Schachzug, sich so zu positionieren. So, was macht dann USA? Sie kommen, die möchten natürlich auch Kleidung haben. Also sie kommen dann natürlich nach Europa, wo sie ja sowieso gerne immer ihr Fingerchen im Spiel haben und kaufen so ziemlich den Markt aus Rumänien leer. Was zum Beispiel auch Leuten wie mir hier schwierig macht, weil nach Rumänien ist nicht so einfach, einen Zugang zu finden. Ich meine,
Klar, man kann da schon Garne auch kaufen und auch schon fertige Stoffe, die wunderschön sind, aber irgendwie schwingt da immer so, es ist irgendwie schwierig mit ihnen zusammenarbeiten. Es klappt halt nicht so und auch einfach wahrscheinlich vielleicht, weil die Mentalität ein bisschen anders ist. Und wenn ich hier eine Produktion anleite, hier in Deutschland, dann muss das schon, ne, gibt es Lieferzeiten und dann möchte ich da auch die jeglichen Auftraggeber auch zufriedenstellen. Ne? Da muss das funktionieren einfach. Ja? Und das fand ich eben aber spannend. Das habe ich erst vor ein paar Morgen, vor einem Jahr circa, herausgefunden, dass der Nutzhanf in USA illegal ist. Und dann da blättert es mir dann schon wieder die Lidschatten von den Augen, weil ich mir denke, wow, das gibt's doch gar nicht, das ist ja verrückt. Und warum ist denn das alles so? Also, ne, dann so. Und deswegen gibt es auch dieses Projekt einfach, weil ich ganz wichtig finde, dieser Pflanze mehr Aufmerksamkeit zu widmen. In einer Art und Weise, die einfach was ganz Neues kreiert. Ne? Diese, von denen so viele Menschen heute sprechen, diese ganz neue Welt kreieren. Und das fehlt auch vor allem im Textilbereich. Gerade die Modebranche, die ist sehr durchleucht mit Sexismus. Frauen werden oft benutzt zum Darstellen. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite werden sie behandelt wie Schweine, ja, weil sie nähen 16 Stunden am Tag, 6 Tage die Woche. In der Pause werden sie dann noch vergewaltigt, geschlagen, was weiß ich. Also das sind Diskrepanzen, die finde ich nicht tragbar. Also das ist, ich finde das für die heutige Zeit ist ein No-Go. Also kann man, geht auf keine Kuhhaut, nicht zu akzeptieren. Und das finde ich muss umgehen, muss stopp, fertig so. Und okay, so, das habe ich alles halt im Studium, da war ich in so einer Nachhaltigkeits-AG von meiner Hochschule, da haben wir viel recherchiert, wie das wirklich läuft, weil das wird natürlich... Das ist bei den meisten Läden so, dass die importieren, in Indien sind die Arbeitsbedingungen sehr bescheiden. Bangladesch, ja, und so weiter, ja. Auch hier in Ostblockländern, weil ja viele deutsche Firmen vor allem mittlerweile sich wieder rühmen, okay, wir produzieren mindestens ja in der EU, gell? Aber ich war letztes Jahr in der Slowakei, in einer Näherei und eine Stunde von Wien entfernt, also eine Stunde, das ist wie von hier nach Chiemsee. Ne? Und das sieht aus, als würde die Welt untergehen. Ich denke mir, das gibt's ja gar nicht. Ich bin eine Stunde gerade von Wien weggefahren und dann ist da eine Näherei. Ich finde es untragbar und dann hat mir die Chefin von dieser Firma auch gesagt schon, wie da halt die Preise liegen pro Stück und so und das ist ein Bruchteil, den was ich zum Beispiel hier für diese Boxershort jetzt bezahle, ja, und die Lebenshaltungskosten sind nicht dementsprechend angepasst und die Frauen, die Näherinnen sind oft verschuldet, müssen Kredite aufnehmen, dass sie überhaupt sich was zum Essen kaufen können, also das geht nicht. Und das ist neben uns unser Nachbarland. Das sind auch Zustände, also man muss gar nicht so weit weg, um das Chaos vorzufinden. Und deswegen hast du jetzt hier schon eine Produktkette aufgebaut, dass alles findet hier in der Region statt. In Deutschland, Schweiz, Österreich, Italien so. Und es gibt es, also weil ich arbeite ja mit anderen Firmen zusammen, also wir sind sozusagen einfach ein Netzwerk, Hemp Family, sagen wir immer, gell? Klingt irgendwie so nett. Und einfach gut vernetzt, das ist auch eine bestimmte Art von Menschen, die sich da dann spannenderweise einfach finden, ne? Also die sich dann um mich herum gefunden haben. Ne? Und manche machen auch die CBD-Öle, manche machen Kosmetik. Aus Hanföl und CBD. Und das kannst du nochmal erklären, CBD, es gibt ja einen Unterschied zwischen THC und CBD, ja. Das kennen ja auch nicht alle. Ja, da gehe ich dann nochmal separat drauf ein. Okay. Auf jeden Fall sind wir so eine Plattform an Menschen, an Firmen, die einfach die ganze Pflanze versuchen zu verwerten und auch das ist das System, was wir aufbauen. Also gerade für den Textilbereich, diese textile Kette zu schließen, dass wir auch wieder das eigene Garn herstellen können, hier von heimischen Pflanzen, ja, das ist also die größte Aufgabe. Und da arbeiten gerade ziemlich viele Menschen dran, die um mich herum halt sind, ne? Also mit denen ich einfach vernetzt bin, sagen wir mal so. Und ich wundere mich, diese Geschichte, die du erzählt hast, dass die Professoren das nicht eingebunden haben, den Garn in die Maschinen, das war nicht üblich vor einiger Zeit und dann hast du das so ausprobiert und dann hat es geklappt
Hast du dann im Nachhinein von anderen Leuten auch gehört, dass sie das auch gemacht haben? Das ist, wie hast du dich da... Das ja, es ist halt schwierig, ne? Also mit dem Hanfgarn, das ist natürlich im Vergleich zu Baumwolle und Polyester und so weiter, ist urstockhart, ja? Also, hast du das hier irgendwie, dass man das zeigen kann? Ist mega, mega fest, ja? Also ich meine, das ist ja auch der Vorteil der Hanffasern, dass sie einfach mega robust sind. Und warum hat es nicht geklappt mit der Uni? Weil es einfach, das ist die Schranken im Kopf sind das, nach meiner Observation, nach meiner Beobachtung einfach. Ne? Wenn die Prozesse sind so eingefahren oft in unseren ganzen Systemen, dass da einfach für viele Menschen schwierig ist, von links und rechts neue Impulse anzunehmen. Ne? Da sieht man halt so die paar Ecken und dann denkt man, das ist ein Quadrat, aber hier zwischen gibt es viele große Räume, ja. Und die kann ich füllen mit was Neuem und dann entsteht auch was anderes. Und das habe ich halt gemacht, weil ich bin halt nicht so vorgeprägt und einfach auch ein Mensch, der gern die Lücken sich schon immer angeschaut hat. Und deswegen hat es dann auch geklappt und dann kommt natürlich schon sowas heraus, hier so Stoffe, die ultraweich sind letztendlich. Ne? Also ich meine, wenn die von der Maschine runterkommen, sind sie immer noch bockelhart. Aber wenn man sie dann mal gewaschen hat, die werden ja industriell gewaschen und mit richtig professionellen, riesen Maschinen sind es, ne? Die auf einem Band entlang laufen, mit Dampf und mit Druck und gewaschen eben. Und dann wird es schon weich. Und es ist auch so, weil natürlich schon heute, wenn die Kunden jetzt kommen und einfach so ein Textil anfassen, das ist immer noch für die meisten hart. Also für mich als Insider ist es butterweich, auch was man gerade vom Weltmarkt findet, ist das, was wir hier alle zusammen, also wir, meine ich, die ganzen Menschen, die an der Textilkette mit dranhängen, kreiert haben, ist das butterweich, ja. Nur für die Menschen kennen das einfach nicht mehr, so eine richtige Naturfaser, weil eben alles ist halt eben voller Chemie und bei Hanf ist es so, das ist wie mit Leder. Ein guter Lederschuh, den brauchst du erstmal 10-mal anziehen, bis er weich wird und das ist da auch so. Ich trage es und ich trage es und ich trage es und es wird weicher und weicher und in 10 Jahren ist es so richtig geil, ja. Also da, und das ist, gehört auch einfach zum Hanf und das ist auch, was mir immer gut gefallen hat. Hanf, das hat für mich immer so eine Entschleunigung und das ist auch eben bei der Produktion so. Diese ganzen Maschinen, die Strickmaschinen und die Webmaschinen, das sind alte Maschinen, die laufen langsam, die muss man ein bisschen umbauen, da muss man ein Gefühl haben, da muss man sich Zeit nehmen, da muss man Muße haben und Lust. Da muss man, jedes Garn ist anders, weil jede Charge ist anders. Ich weiß, jedes Jahr ist ja anderes Wetter und dann, das spürt man. Der Produzent, der sich auskennt, der sieht das. Spätestens dann, wenn ständig der Faden reißt und die Nadeln brechen. Ja? Und das ist robust, das ist klar. Meinst du, da brechen die Nadeln? Die Nadeln brechen sehr, können schnell brechen, vor allem wenn das Garn trocken ist. Ja, weil es auch stark ist. Ja, da muss man... einfach nachölen zum Beispiel, ja. Und da muss man sich Zeit nehmen. Und so Hochleistungsmaschinen, da ist keine Zeit für Ölen, ja. Da geht es rund in der Produktion, bum, 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 hier zack, Output, Output, Output. Und wenn man hier in die Produktion kommt, la, 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 da ist eine Muse, da ist eine ganz andere Atmosphäre. Ich erzähle gerne... jetzt ausführlich noch über die Mächtigkeit von dieser Pflanze. Und zwar habe ich da mal sowas vorbereitet, ne? So eine Übersicht, wie viel Ertrag pro Hektar Rohstoff die Hanfpflanze hat. Ne? Das sind so 7.000 bis 8.000 Kilogramm Hanfstroh, die anfallen pro Hektar. Das ist natürlich immer, also alle Angaben, das sind Mittelwerte, ja, weil die Pflanzen sind natürlich unglaublich unterschiedlich. Das ist jetzt so ein Wert, der schon so Richtung Faserhanf geht. Das habe ich mit einer Firma aus Österreich ausgearbeitet, beziehungsweise die haben das für Leinen ausgearbeitet und dann haben wir die Mehrprozent, was Hanf eben an mehr Output hat, habe ich dann hochgerechnet. Und dann kam eben raus, so diese 7.000 bis 8.000 Kilogramm Hanfstroh ergeben 900 Kilogramm Langfasern. Das ist die Langfaser oder das ist die? Das ist das Hanfstroh. So, und dann hat man hier so die Stängel. Ich nehme mal so einen. Und genau,
dann kann man auch, kann ich gleich auch erzählen, wie man überhaupt aus so etwas dann so einen Stoff wie diesen hier herausbekommt. Und hier in der Pflanze, wenn man die muss man, wenn die geerntet ist, das lassen wir jetzt mal beiseite. Es gibt verschiedene Methoden natürlich. Rohernten oder nicht. Oder wie wird die Faser geröstet oder eben nicht geröstet. Also wie kriege ich die Faser vom Stängel? So, das ist gerade auch wo auf dem Weltmarkt ziemlich viel passiert. Auch viel Druck und auch viel Lobby natürlich präsent ist. Weil das macht das so einen Unterschied, ja, wie du das erntest. Sehr, weil das natürlich die Qualität beeinflusst und natürlich auch die Produktivität. Und die Maschinen, das ist einfach, und da beim Hanf hat halt einfach 100 Jahre keine Forschung stattgefunden. Ja? So, das muss man sich jetzt mal vorstellen. Wir befinden uns also so ziemlich auf dem Stand wie vor 100 Jahren mit der Maschinentechnik. Denken wir mal zurück, vor 100 Jahren gab es noch nicht mal ein Telefon. So, also so in diesem Babyzustand sind wir. Das wird jetzt eben gerade alles gebaut und natürlich. Und so eine Faseraufschlussanlage, eine industrielle, da bist locker 3 bis 5 Millionen los, zack, bumm. Aber da hast du noch keine Spinnmaschine, da kannst du das gleiche nochmal draufrechnen. Also da geht es um wirklich Geld, ja. Also wenn man das industriell machen will. Diese Leute, mit denen ich zusammenarbeite, wir wollen was ganz was Neues, was es noch nie gab. Ja, natürlich wollen wir das. Und wir versuchen kleine Maschinen zu bauen. Natürlich schon aufgrund des Wissens, was wir haben, wie wir an diese Faser rankommen. Ne? Wir haben viel recherchiert, viel getestet. Das sind oft Leute, die da mit im Netzwerk sind, die zu Hause rumtüfteln, die dann einfach ein paar Stängel ernten. Vom Bauern vom Feld nehmen und die verschiedenen Methoden, die es gibt, wie man die Faser, ich zeige das mal, ich komme mal zur Kamera, das machen wir jetzt gleich mal so, wie man eben hier diese Faser von hier ablösen kann, ne? So, darum geht's. Und früher haben das die Menschen mit der Hand gemacht. Das ist natürlich eine Wahnsinnsarbeit und da ist natürlich dann gleichzeitig zu sagen, warum die Handfaser schon immer einen hohen Stellwert hatte in der Textilbranche, beziehungsweise es gab Zeiten, habe ich nachgelesen, da war ein Büschel Hanffasern nahezu gleich viel wert wie Gold. Ja? So, das ist ganz wichtig, dass man das auch weiß. Das sind so für mich so Meilensteine, weil die dann auch natürlich verständlich machen, warum die Pflanze so zurückgehalten wird, ja? Mhm. Wenn das nämlich so wertvoll ist. Und da geht es noch nicht mehr um die Medikamente, weil dazu ist ja, muss man ja nicht viel sagen. Warum du wolltest ja auch zu CBD ja, nochmal was warum erzählen. Die Medikamente zurückgehalten werden, das ist eine andere Nummer. Aber da geht es um einen sehr wertvollen Rohstoff, einen sehr mächtigen. Und dieses Innere, das kann man ja zerbrechen und es werden Hanfschäben, daraus kann man Ziegel machen. Ne? So, gibt es auch eine Firma aus Südtirol, Firma Ecopassion, die machen Hanfziegel. Die sind schon fertig, damit kann man Häuser bauen. Ja, es gibt schon Häuser, die daraus gebaut worden sind. Die sind mit Kalk, Wasser, Mineralien und Hanfschäben. Die machen eine basische Raumluft, die sind super leicht und die werden immer fester. Es gibt Häuser, die hat man gefunden, so 2.000, 3.000 Jahre alt, soweit ich jetzt das richtig im Kopf habe. Also wirklich, man hat sehr alte Hausfunde schon auf der Erde gefunden, die waren alle so gemacht. Also das hat schon ein bisschen Erfahrung, dieser Ziegel in der Haltbarkeit. Und das ist super. Durch diesen CO2-Prozess, glaube ich, so, also ich bin ja nicht der Ziegelprofi, gell? Da, wie gesagt, ist die Firma Ecopassion der richtige Ansprechpartner. Da wandelt sich wieder der Kalk mit in Zusammenhang mit den Hammschäben, da wandelt sich um, das wird immer fester irgendwie, nahezu zu Stein sozusagen. Das ist irgendwie so eine chemische Reaktion. Und warum ist auch die Hanffaser antibakteriell? Das ist auch nochmal gleich zu erwähnen, weil da so viel Silizium drin ist. Also das ist eine Erklärung. Ne? Das alles, was ich erzähle, sind natürlich so Wissensrecherche-Brocken, die sich natürlich stetig ergänzen. Ne? Es kommt ja immer mehr raus. Ne? So, auf jeden Fall geht es darum, wie kriege ich jetzt diese Faser vom Stängel? So, und dann tut sich gerade der Markt natürlich, darum geht's. Weil in China passiert es halt so, bumm, Chemie, es löst sich alles auf und übrig bleiben die Hanffasern, was natürlich dazu führt, dass die Faserqualität erheblich beeinträchtigt ist. Das heißt,
die Kleidung heute, die es aus Hanf gibt, die bietet uns noch lange nicht einfach den vollen Umfang, den wir wirklich schöpfen könnten aus dieser Pflanze. Zudem kommt ja auch das genmanipulierte Saatgut, aber das ist wieder eine andere Geschichte. Kommt man dann überhaupt jetzt heute noch an ungenmanipuliertes, wenn alles, das ist, das Nein. muss man wieder von vornherein neu züchten? Ja, oder du findest halt alte Sorten oder du lässt einfach, die Hanfpflanze ist ja schlau, kannst ja aus den Nutzhanfsorten von der EU-Liste, die sind ja alle, das ist das THC rausgezüchtet, das kommt aber zurück. Ja, deswegen muss der Bauer auch jedes Jahr neu das Saatgut kaufen, weil das würde einfach sich zurückentwickeln, das THC. Ja? Die Pflanze ist sehr schlau. Ja? Deswegen sage ich, es ist eine Königin. Der hat man nicht reinzupfuschen. Ja? Und das ist auch was in das Konzept von diesem ganzen Netzwerk, mit dem ich bin, dazu gehört. Wir wollen eine natürliche Hanfpflanze. Wir wollen, dass sie wächst, wie sie wächst. Und wir wollen sie achtsam ernten. Also erstmal wollen wir sie achtsam pflanzen, wir wollen sie achtsam ernten und wir wollen sie achtsam behandeln, so mechanisch. Aber an sich ist es sowieso auch für die Industrie mittlerweile glasklar, dass nur die mechanische Herauslösung wirklich Sinn macht. Abgesehen von den Umweltaspekten. Ich meine einfach wegen der Qualität auch schon. Ja? Mechanische Herauslösung der Hanffasern macht einfach, da kommt es besser bei rum. Wenn man das richtig macht, da habe ich einen Garn in der Hand gehabt, der ist 100 Jahre alt. Hat jemand auf dem Dachboden vom Opa gefunden. Das sieht aus wie Seide. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Also wie gesagt, zeitweise gleich viel wert wie Gold, nahezu. Ne? So. Und das ist halt so echt, das sind für mich ganz viele wichtige Sachen, die muss man wirklich präsent haben und auch als Kunde, ja, wenn jetzt die Industrie kommt und das wird die nächsten Jahre passieren, dass auch der H&M wieder Hanf in sein Sortiment aufnimmt, das ist nicht das Gleiche, ja. Das ist wie mit der Baumwolle. Man kann eine genmanipulierte Baumwolle, kann man nicht vergleichen mit einer natürlich gewachsenen und da zähle ich noch nicht mal Biobaumwolle dazu. Biobaumwolle ist auch so viel schon gezüchtet. Und so gleich und so unnatürlich, dass diese ganze Energetik einfach flöten geht, ja. Und das ist ganz wichtig, das Bewusstsein des Kunden, was du kaufst, das bist du auch und das. Ja, das, ich meine, ich habe die Klamotten 24 Stunden an mir dran, ja, möglich. Ja, außer man schläft nackt, aber am meisten schlafen nicht nackt. Und ich meine, das muss ich ganz klar machen. Unser Energiekörper, der hat eine Frequenz und die beeinflusse ich, wenn ich mich mit Plastik vollmüll. Ja, dann störe ich, also dann habe ich ein Störfeld verursacht um mich herum, ja. Deswegen bin ich da so echt so vehement und kritisch immer in diesem ganzen spirituellen Bereich und ökologischen Bereich, weil viele Leute treffe ich, die wahnsinnig ökologisch leben und dann den größten Scheißklamotten anhaben. Denke ich mir, das gibt's doch überhaupt gar nicht. Ja, viele schauen auf den Preis auch einfach und da hört es dann auch schon auf, dass Bewusstsein. Ja, Preis ist eine Sache, wo ich muss schon sagen, von den aufgewachteren Menschen erlebe ich nicht unbedingt, dass der Preis jetzt der ausschlaggebende Punkt ist, einfach so auch das Bewusstsein, weil darüber wird halt nicht viel gesprochen. Ja? Also über Bekleidung, die energetischen Einflüsse von Bekleidung, da spricht er noch, also ich habe noch niemanden darüber sprechen gehört. Ich bin auch die Einzige, wo man so, du musst daran denken, gell? Ja, deswegen ist es so toll, dass du jetzt und wenn du auch dann, in die Welt bringst. Ja, und ich erkläre immer, diese, wenn man eben Plastik anhat, dann langt man wohin, dann kriegt man was geschnalzt. Das ist ja schon das offensichtliche Sinnbild, dass da wird was gestört, das stimmt nicht. Also das muss weg. Alles aus Natur. Genau. Ja. Also. Achso, dann wollte ich jetzt noch weiterführen, gell? So. 900 Kilogramm Langfasern kommen aus diesen 8000 Kilogramm Hanfstroh raus pro Hektar. Das ergibt circa 450 Gramm Garn. Und ich habe das anhand einer Maschine, wo ich halt die ganzen die Einheiten weiß. Und diese Maschine, die macht aus 450 Kilogramm Garn, macht sie 900 Meter Stoff. Und mit meinem Basic-T-Shirt-Schnitt von den Herren bekomme ich aus 900 Metern Stoff 1000 T-Shirts. Ja, das ist natürlich schon sehr geil, dass man pro Hektar Hanf 1000 T-Shirts dann sich anbauen kann, der Source-Vergleich. Jetzt ist natürlich wichtig, was der Vergleich zur Baumwolle, den habe ich leider noch nicht so ganz, da bin ich gerade noch am Recherchieren. Ich habe mal so ein paar Werte gefunden, die sagen, pro Hektar Baumwollfeld sind es so 4000
Kilogramm. Und bei Baumwolle kommt natürlich die Wasserproblematik dazu und natürlich auch die Chemieproblematik. Ja, das ist nicht zu vergessen. Auch die Biobaumwolle, die ist eigentlich noch schlechter bezüglich... Und das Wasser. Bezüglich Wasser, ja, weil die Biobaumwolle braucht doppelt so viel Wasser, weil sie die Hälfte des Ertrages hat. Ja, dadurch, dass man sie nicht spritzt, geht halt die Hälfte sozusagen einfach kaputt. Und das heißt, auf den Quadratmeter hochgerechnet, braucht dann Biobaumwolle doppelt so viel Wasser. Und das ist natürlich in Zeiten, in denen wir uns gerade befinden, wo Wasser wirklich... verseucht ist, das ist ein Problem, ja. Und an sich finde ich Baumwolle ist eine wunderschöne Pflanze. Und wenn ich habe schon ganz naturbelassene Baumwollsachen in der Hand gehabt, das ist urschön, ja, und mega, mega fein, natürlich ganz anders wie jetzt Hanffasern. Aber es ist einfach nicht tragbar. Ne? So, wir sind wirklich gefordert in dieser heutigen Zeit, uns so ein bisschen einfach ein bisschen wieder zurückzuschrauben, genügsamer zu werden, das, was da ist, das Bestmögliche draus zu machen. Ja. Ich habe halt das Gefühl, dass in die Natur zurückkommt. Das geht gar nicht ohne, dass es sich die Natur wieder ihren Platz findet. Also wir wollen, brauchen gar nicht diese Werbung machen, weil es ist einfach eine gute Sache, die kommt so oder so zurück. Wir müssen, unsere Böden sind kaputt, wir müssen. Da kann der Bauer noch so viel draufschütten. Ich weiß es von den Bauern, es kommt nichts mehr bei rum. Das ist so, auch die Baumwolle, Baumwollfelder sind alle tot. Ja, das sind Informationen, die ich aus erster Hand habe. Der Kontakte hat zum Beispiel zu dem größten Baumwollhersteller nach Griechenland. Ja, da kommt nichts mehr rum. Ist zu wenig. Also die Nachfrage ist mittlerweile schon höher, als wie es Angebot gibt. Ja, das muss man sich ganz klar machen. Das ist eben jetzt schon so. Ne? Aber es gibt ja eben Lösungen, ne? Das ist ja, was mir auch so gut gefallen hat von dem Erich beim Friedensweg in München bei seiner Rede. Es gibt Lösungen, die sind da, wir müssen sie nur annehmen. Das gilt für alle möglichen Bereiche. Genau. In der Politik wäre das schön, wenn diese Themen auch angesprochen werden. Das gilt für das Geldsystem. Das genau. Gilt für Aber das Geile das ist ja, in der Hanfpflanze, Münden, all diese großen Meilensteine, weil natürlich diese Pflanze, wenn ich sie regional anbauen kann, dann kann ich mit einem leichten aus dem Geldsystem heraus. Vorausgesetzt natürlich, ich habe den Maschinenpark, aber das lassen wir mal daneben. Rein theoretisch kann ich es ja eben auch mit der Hand machen. Ja? Und das ist ganz wichtig, finde ich, dass man alle die Aspekte eben, ne? Geldsystem, eben Ökologie, Ökonomie und so, alles mit einfließen lässt in seine Systeme. Die neu gestaltet werden, ja. Ja, ist der Hammer, was du machst. Und jetzt möchte ich noch was zu CBD-Öl sagen. Ach so, das hat man noch nicht, ja. Und zwar, weil da passiert gerade so viel Reibung, ja, und das beobachte ich jetzt schon ein paar Wochen und bin ein bisschen, ich werde so ein bisschen ganz wach, wenn ich das alles so sehe, was vor sich geht. Und es ist auch so, ist ganz wichtig auch zu wissen, dass diese ganzen EU-Länder, es gibt zwar eine EU-Liste mit legalen Hanfsorten, die man anbauen kann, aber die ist nicht in jedem EU-Land gleich. Ja? Also womit zum Beispiel auch bei Hanf ist halt eben tatsächlich ständig spürbar, wo überall was schief läuft. Also diese EU, we are all one, das ist eine schöne Geschichte, die aber nicht so im Real Life irgendwie existiert, was wir auch gerade mit der Flüchtlingsproblematik erkennen, ne? Wie unterschiedlich einfach wir die ganzen Länder das handhaben möchten. Und das ist eben bei dem Hanf auch so. Und dann ist es eben so, bei dem CBD versucht natürlich, weil das eine sehr wertvolle Potenz ist, sein Schmerzmittel, ja, das eines der wirksamsten natürlichen Schmerzmittel, die es auf der Erde gibt, ja. Die wollen natürlich, dass, also die bösen Gegner, natürlich, die sind urbösen, nein, so böse sind sie ja gar nicht, aber irgendwie halt auch vielleicht nicht ganz wach und. Es gibt auch einen Profit, wenn du länger auf Medikamenten bist, sein musst, als wenn. Genau, wenn du halt kurz und so weiter. Und bei CBDs, das ist halt einfach so potent, da reicht schon ganz wenig. Und es ist halt auch, wenn wir dann so Richtung Anastasia Wissen gehen, wie man mit Pflanzen umzugehen hat oder umgehen darf, ja, und man natürlich dann dieses EU-Saatgut, dieses
diesen, ja, ich weiß nicht, diese programmierten gleichen Samen, die auch noch in ihrer Potenz beraubt worden sind, weil es THC fehlt, was das eines der größten Substanzen ist des Immunsystems der Pflanze. Ja, das nimmt man ihr weg und dann ist sie schon okay. Von vornherein geschwächt. Macht auch einen Unterschied in der Kleidung, in der Faser, dieses THC. Ja, ja, ja. Also es ist ein Ansatz. Also es gibt da viele verschiedene Dinge, die zusammenfließen, wann eine Faser gut wird. Aber das ist ein Ansatz, dass wenn man natürlich die Pflanze nicht so lässt, wie sie eigentlich sich selbst herausbilden würde, die macht ja ihre Zusammensetzung selbst. Es gibt ja unterschiedliche Sorten und die sind einfach, wie sie sind. Und wenn man das schon alleine studieren würde, dann hat man ganz viel zu tun. Ja? Dann kann man ganz viel rausfinden, ganz viel Neues entdecken, weil jede Sorte was anderes anbietet. Ne? Und so ein richtiger Riesenkatalog sozusagen könnte man da entwickeln. Ja? Und auch jede Sorte hat eine andere Zusammensetzung für auch CBD. Und dann wird es eben schon spannend für Medikamente dann. Ja? Dass einfach, und es ist wichtig, dass dass Patienten das wissen, dass die Pflanze natürlich gewachsen sein muss. Ja? Sonst nimmt man einfach andere Stoffe, Terpene und Mineralstoffe und Vitamine. Und du kritisierst die CBD-Züchtung, dass man zu sehr eingreift? Oder was ist diese? Kritisieren geht schon ein bisschen weit. Ich möchte mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber es ist einfach nicht gut, darum zu murksen. Ja? Man kann nicht, weil das geht einfach darum, jetzt auch bei diesen THC-haltigen Präparaten für Krankheiten, dass man das dann im Labor herstellt. Ja? Oder, ne? Also schlimmstenweise tatsächlich chemisch, ja? Künstlich. Oder dass man nur einzelne Substanzen aus der Pflanze rauslöst, damit alles halt, ne, weil das ist natürlich immer die Aussage der Pharmaindustrie, ja, das muss man alles kontrollieren und dann muss ein Tropfen im Medikament immer das gleiche beinhalten und das ist ja ein Quatsch. Ja? Das geht nicht. Man kann die Natur nicht so kontrollieren und schon gar nicht die Hanfpflanze. Die ist so komplex, da sind so viele Teile drin, die alle zusammenspielen. Ja? Ich habe hier noch, das habe ich gestern erst gelesen, da sind mir wieder die Blätter von den Augen gefallen. Gell? Hier, es gibt also das Cannabinoid-System in unserem Körper, deswegen wirkt die Hanfpflanze so gut, weil wir das schon in unserem Körper haben. Ja, und ich tue da gerade so ein bisschen mich versuchen zu bilden, um das zu verstehen, wie das wirkt. Mal weil mein Spezialgebiet ist natürlich die Bekleidung, aber jetzt erweitere ich mich selbst sozusagen. Und dann bin ich auf eine Strukturform gestoßen, Anandamid. Und das ist eine Substanz, die ist dafür da, die CBD und das THC an unseren Körper zu binden. Ja? Also dieses Anandamid hilft dann sozusagen, dass wir das verwerten können, wenn wir es extern einnehmen. Also wie wenn wir es nicht von innen heraus produzieren, sondern wenn wir es extern einnehmen. Und Ananda, das ist ja ein hochspirituelles, also wirklich an alle Yogis und so da draußen, ist ja ein hochspirituelles Wort, ja? Weißt du, was das heißt? Das ist in dem Wort drin. Ja, es ist dafür zuständig für die Freude. Ne, Ananda ist die Wonne, die höchste Glückseligkeit oder irgendwie so, habe ich nachgelesen. Und saß ich gestern, das gibt es ja überhaupt gar nicht. Und das ist in uns schon drin, ja. Also wir haben in uns diese Glückseligkeit und das ist auch, was wir immer in unserem Netzwerk sagen. Und deswegen ist es fatal, wenn wir es ist sehr fatal, wenn wir die Hanfpflanze nicht annehmen. Das klingt zwar immer wie so aus so einem Märchen und wenn mir Leute zuhören, die sagen, ja, oh, jetzt beruhig dich, gell, du, es gibt auch noch anderes wie Hanf. Ja, selbstverständlich, das ist mir sehr bewusst. Nur das ist eben so spannend, weil da sind wir da drin, ja. Weil das, was wir da einnehmen, deswegen hilft es eben so gut. Das sind wir. Und wenn wir die Pflanze nicht akzeptieren, dann tun wir uns auch selber eigentlich nicht akzeptieren. Das ist natürlich so die weitergehende Fortführung meiner Gedanken, ja. Und das ist fatal. Und es ist eine gute Zeit jetzt, dass wir uns selber annehmen. Und deswegen auch diese Pflanze wieder in unser Haus lassen, in unsere Gärten, dass jeder sie selber anpflanzen kann mit seiner Zuwendung und so, ja. Was wünschst du dir da für die Zukunft von dem Netzwerk oder wünschst du dir dieses Befassen in der Öffentlichkeit und auch, sag nochmal zum Ende, was du dir persönlich in deinem Netzwerk jetzt wünschst. Du machst ja viele Vorträge in nächster Zeit und bekommst viel rum und klärst immer weiter auf. Was wünschst du dir noch an Kooperation in deinem Netzwerk? Na, an sich, es gibt einfach, es ist sau viel Arbeit einfach. Wir haben alle total viel zu tun. Also, wir arbeiten alle auf
auf höchstem Niveau. Und natürlich, wenn man so ein Business neu anfängt, kommt nicht so viel Geld dabei rum, dass man jetzt mega hier krass sich gleich versorgt. Das ist natürlich ein Lebensstil, da muss man erstmal irgendwie viele Ängste, die darf man dann den Ganges hinunterfließen lassen. Und dann auch manchmal muss man dann mit seinem Ego sich beschäftigen. Und wenn man das alles hinter sich hat, dann ist es ein wunderbares Erfahrungsfeld, um sich da wiederzufinden. Und wir können alle Hilfe gebrauchen. Jede einzelne Firma, mit denen ich arbeite, in jedem Bereich. Also, und es geht auch darum, dass das Thema, was wir aufbauen, das ist direkter Kontakt zum Bauern, also aufs Feld gehen, das Betreuen, ja, das ist Arbeit, das muss man anschauen, da muss man auch gucken, wie ist jetzt die Pflanze, wie wächst sie. Und einfach auch persönlich die Bauern betreuen, vielleicht. Also das ist der erste Grundschritt, Bauern. Und dann in meinem Fall bei Textil sind es halt die Produzenten, die ich regelmäßig besuche, weil es mir wichtig ist. Ich möchte mich da zeigen, möchte mich sprechen. Wie hat es geklappt mit dem Hanf? Ich weiß, dass die schon viel, viel mehr Arbeit haben, was ich nicht unbedingt bezahlen muss, ja, weil sie mir entgegenkommen. Und das ist so irgendwie, was ich auch wichtig finde. Und da kann eben jeder mitmachen, der Lust hat. Und irgendwann wird schon natürlich auch Geld. In dem jetzigen Geldsystem wird dann schon Geld, das haben wir noch ein Weilchen erstmal, wird dann schon Geld kommen, dass auch jeder entlohnt werden kann. Und ja, was wünsche ich mir sonst noch? Ich wünsche mir einfach so für die Menschen, dass sie einfach hinschauen, ja. Und überall werden auch zum Beispiel Kakaozeremonien angeboten. Ich finde es mal voll schade, weil es immer so Kakao, Kakao, aber es ist so, irgendwie, es kommt so von so weit weg und. Und der Hanf erfüllt eigentlich die gleiche Wirkung. Und wenn ich das dann immer erwähne, hey, machen wir doch mal Hanfzeremonie. So, ja, bitte jetzt, so, wir machen keine Drogenparty, ja, gell? Aber es ist keine Drogenparty, ja. Also es ist einfach eine sehr, sehr mächtige Pflanze, die, und ich fühle das einfach irgendwie so, also das scheint halt so, irgendwie habe ich so einen Draht halt speziell zu dieser Pflanze, dass sie schreit, sie will raus sozusagen, also die will, also wirklich diese Befreiung, das muss einfach stattfinden, ja, das ist ganz, ganz wichtig. Und das ist erstmal nur in unseren Köpfen, alles hier oben. Ich habe da ein ganz gutes Gefühl, wie du da rangehst und mit deinen Partnern. Ja, für mehr Informationen kann man dann auf Hanfliebe.com sich mehr anschauen und ja, guckt euch das an und es ist. Kann ich auch anrufen, ich kriege auch Anrufe von Kunden, total süß, ja, sehr nett. Und es wächst und wächst. Und es wächst und wächst. Ja. Ja, wir freuen uns drauf. Ja. Danke. Danke. Ursula. Dankeschön. Auf dass das für alle nützlich wird. Mhm. Und für dich und für die ganze Welt. Für die Erde. Genau. Vor allem. Und wer es noch nicht kennt, schaut doch mal eine Online-Serie über neue Geldsysteme. Denn in einem vernünftigen Geldsystem bestimmen wir als Gemeinschaft, was unsere Werte sind und finanziert gehören. Und das für natürliche, sinnvolle, gesundheitsfördernde Produkte, so auch in der Textilbranche, sodass wir Knappheit an Rohstoffen wie auch beim Hanf überwinden können. Denn Geld sollte nur ein Wertmaßstab sein, eine Verrechnungseinheit ohne Zinsen und Inflation. Franz Hörmann generiert dieses System derzeit über OSPI und möchte mit der Partei Deutsche Mitte mehr Aufmerksamkeit auf das so wichtige Thema Geld lenken.